mir ist langweilig. Was machst du denn so? Greta, gut, dass du kommst. Ich habe eine super Halloween-Idee für dieses Jahr. Stimmt, bald ist ja Halloween. Und was für eine Idee ist das? Geh und hol mal bitte Anna und Mama. Ich brauche euch alle dafür. Okay, Bello auch? Ja, natürlich. Okay. Hey Anna, komm mal runter. Papa möchte uns von seiner Idee für Halloween erzählen. Ja, ich komme gleich. Ich brauche sowieso eine Pause von diesem Buch. Mama, kannst du mal kommen? Papa ruft nach dir. Okay, ich komme, Greta. Was er wohl schon wieder vorhat? Bello, komm mit, du musst auch zuhören, was Papa vorhat. Muss das sein? Ich liege hier gerade so gemütlich. Jetzt komm schon. Ist ja gut, komme ja schon. So, alle da? Ja, sind wir. Also los, erzähl es uns. Dieses Jahr wird es spektakulär. Spektakulär was? Dieses Jahr möchte ich unser Haus in ein Geisterhaus verwandeln. Cool. Wirklich? Was genau meinst du damit? Naja, wir verkleiden uns alle und erschrecken die Kinder, die zu uns kommen. Ich weiß nicht. Meinst du nicht, dass es zu gruselig wird für die Kleinen? Und kostet das nicht zu viel? Ach was, wir machen nur ein paar Spinnenweben und Spinnen hin und so. Nichts Schlimmes. Ich habe hier eine tolle Internetseite. Da kann man die Sachen einfach ausleihen und danach wieder zurückgeben. Ich finde die Idee super. Ich auch. Na gut. Das wird dieses Jahr so lustig. Ich gehe mal weiter mein Buch lesen. Mach das, Anna. Ich habe auch noch zu tun. Hier gibt es so tolle Sachen. Darf ich dir beim Aussuchen helfen, Papa? Na klar, setz dich zu mir. Also, was nehmen wir? Das hier und das. Das sieht auch gut aus. Okay, das hier. Das ist auch nicht schlecht. Und diese Blutspuren, die sehen wirklich echt aus. Einige Wochen später. Ich muss jetzt los, Peter. Mein Kostüm abholen. Schaffst du das alleine mit der Halloween-Deko? Na klar, geh du ruhig. Die Kinder helfen mir ja auch. Und lass dich später überraschen. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Ich sag's dir, du wirst staunen. Okay, bis später. Tschüss. Yes, es kann losgehen. Gar nicht so einfach, diese Spinnenweben zu befestigen. Ich liebe Halloween. Was machen die hier? Und vor allem, wieso wird mein Schlafplatz zu einem Spinnennetz? Hä? Papa, darf ich das Skelett irgendwo hinsetzen? Ja klar, mach ruhig. Hier ist doch ein schönes Plätzchen für dich. Kannst dich ausruhen. Die Idee ist klasse, Greta. Ein Skelett auf dem Sofa. Danke, Anna. Ich denke, wir sind soweit fertig. Können wir kurz das Licht ausmachen? Ich möchte mal sehen, wie es dann heute Abend aussieht. Ja klar. Nanu, was ist denn jetzt hier passiert? Da habe ich mich nur kurz ausgeruht oben und das ganze Haus ist verwandelt. Das sieht mega aus. Ich finde auch, dass es gut geworden ist. Welche Rollen bekommen wir eigentlich? Ach so, ja, Mama wird die Hexe hier im Kessel sein. Ich werde ein Geist und verstecke mich. Kann ich eine Spinne sein? Ja, das ist eine super Idee. Und ich? Du könntest draußen die Kinder in Empfang nehmen. Okay, das mache ich. Ich bin gespannt, wer aus meiner Klasse heute vorbeikommt. Hast du von unserem Geisterhaus in der Schule erzählt? Na klar. In der Schule. Ihr müsst unbedingt heute Abend bei uns vorbeikommen. Mein Vater dekoriert unser Haus zum Gruselhaus. Cool, ich komme auf jeden Fall. Ich auch. Ich komme auch vorbei. Das muss ich mir angucken. Das glaube ich jetzt nicht. Was ist denn hier passiert? Von wegen nur ein paar Spinnweben und Spinnen. Na, was sagst du? Ehrlich gesagt, bin ich sprachlos. Wolltest du nicht nur ein paar Spinnweben und sowas aufhängen? Ja, ist ein bisschen mehr geworden. Ein bisschen mehr geworden? Wir haben einen Friedhof im Garten und eine Riesenspinne zwischen den Bäumen hängen und einen Riesenschädelkopf auf dem Dach. Meinst du nicht, das ist ein bisschen zu viel? Ach Quatsch, es ist Halloween und Halloween ist doch nur einmal im Jahr. Warte ab, was du im Haus noch alles siehst. Noch mehr? Gleich ist mein Kostüm fertig. Es passt. Peppi, sehe ich nicht gruselig aus? Peppi, du brauchst für heute Abend auch ein Kostüm. Ich habe auch schon eine Idee. Ich bekomme auch ein Kostüm? Wie toll. Was ich wohl werde? Vielleicht ein Geist oder ein Vampir. Warte kurz, Peppi, ich bin gleich wieder da. Vielleicht werde ich auch ein Superhund oder Spiderhund. Das wäre cool. So, Peppi, dein Kostüm. Fertig, als böser Tiger siehst du richtig gut aus. Was, ein Tiger? Nur ein Tiger? Das ist voll langweilig. Du gefällst mir richtig gut in deinem Kostüm, Peppi. Dann können wir jetzt los. Jetzt komm schon, lass uns gehen.
Nein, ich will ein anderes Kostüm. Na gut. Am Abend. Mama, wie findest du mein Kostüm? Eine Spinne, sehr originell. Danke, dein Kostüm ist auch toll. Danke, Greta. Schminkst du noch dein Gesicht? Ja, ich will ja eine böse Hexe sein. Ich bin schon gespannt, wie du gleich aussiehst. 10 Minuten später. Wow, Mama, du siehst richtig gruselig aus. Okay, dann kann's ja losgehen. So, sind alle bereit? Ich höre die ersten Kinder. Ja. Ich auch. Ich auch, auch wenn mein Kostüm mich nervt. Wer hat mir das überhaupt ausgesucht? Ach ja, das war ich ja selber. Sehr gut, es kann losgehen. Wie cool! Greta hat nicht übertrieben, das sieht ja mega gruselig aus. Süßes, sonst gibt's Saures. Hallo ihr zwei, dafür müsst ihr durch unser Haus gehen. Viel Spaß euch! Die Spinne hat sich bewegt. Kommt, kommt. Möchtet ihr etwas von meinem Zaubertrank? Nein, danke. Das verstehe ich aber gar nicht. Guck mal, das Skelett auf dem Sofa. Du! Lass uns schnell die Süßigkeiten schnappen und weg hier. Oh, das ist Laura. Die erschrecke ich nicht. Greta habe ich gar nicht gesehen, wo sie wohl ist. Ich bin unter dem Tisch. Nicht erschrecken. Hey Greta, voll cool ist es bei euch. Danke. Wow, das sieht ja cool aus hier. Ein Friedhof. jetzt habe ich mich aber erschrocken. Süßes, sonst gibt's Saures. Kommt rein in unser Haus, vielleicht bekommt ihr etwas Süßes. Voll die Spinnenweben. Ich hänge fest. Bin wieder frei. Buh! Schnell weg hier. Ach, wie cool, ein Kürbishund. Mann, gibt's hier coole Süßigkeiten. Buh! Boah, musst du mich erschrecken. Hey Heinrich, bist du das? Ja, aber wie hast du mich erkannt? Na, wegen Peppi. Ach so, der hat das gleiche Kostüm an wie ich. Hihi, dann habe ich ja doch ein cooles Kostüm. Willst du denn auch zu Greta? Ja, genau, komm, lass uns zusammen gehen. Wow, sieht das gruselig hier aus. Kommt rein in unser Haus, vielleicht bekommt ihr etwas Süßes. Die Spinne hat sich bewegt. Hey Peppi, du bist ja auch verkleidet. Ja, du auch. Ach ja, stimmt ja. Ich habe ja den Kürbis auf dem Kopf. Das habe ich ja ganz vergessen. Aber ich habe dich gleich erkannt. Puh! Puh, es wird Zeit für ein kleines Nickerchen. Ich habe genug von diesem Kürbis und weg mit dir. Ach, herrlich. Hey Mann, lass uns ein paar Süßigkeiten abräumen. Los, ich habe extra einen großen Beutel von meiner Mutter mitgenommen. Sehr gut, dann schmeiße ich mir mal schnell mein Kostüm über. Aber mein Cap darf nicht fehlen. Richtig cool. Oh nein, ist es etwas leid? Ja, Tatsache, noch nicht mal in einem Kostüm kann er auf seine Cap verzichten. Na, hoffentlich erschrecken sie ihn so richtig. Ist der Pillepalle hier, als ob ich mich hier erschrecke? Kommt her und probiert von meinem Zaubertrank. Ja, schon klar. Oh yeah, wo kommt der denn her? Ist schon sehr cringe hier, lass uns gehen. Ach, die Süßigkeiten sollten wir uns nicht entgehen lassen. Komm, pack schön viel ein in deine Tasche. Ja, mache ich. Ich hab keinen Bock mehr, ich haue ab. Hey, und was ist mit dem Süßkram? Warte. Du, Victoria, ich muss mal für kleine Geister. Mach mal, ich halte hier so lange die Stellung. Da kommt jemand. Oh mein Gott, hast du mich erschreckt. Greta, meine Güte. Tja, wer anderen eine Grube gräbt, fällt oft selbst hinein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren. Tschüss.